Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschule-Schreiber. Es wurde gewünscht, dass ich auf ein Video von Horst Lüning reagiere. In diesem Video spricht er den Konflikt eines Biohotels mit einem Obstbauern in Südtirol an. Am besten erklärt er euch es einfach persönlich. Wir sehen uns gleich wieder. Viel Spaß beim Video. Wir sind in Südtirol. So. Ein Biohotel liegt inmitten von Obstwiesen, also Obstbaumwiesen. Der Bauer möchte natürlich weiterhin konventionell seine Äpfel bearbeiten, so wie er es bis jetzt getan hat. Der Hotelier, ich, hat Gäste, die das Spritzen als mögliche Gesundheitsgefahr betrachten und darüber logischerweise nicht begeistert sind. Manch einer bricht den Urlaub ab und reist frühzeitig ab. Dilemma. Der Bauer möchte maximal wertschöpfen von den Apfelbäumen, der Hotelier maximal von dem Biohotel und strebt natürlich maximale Auslastung an. Ja, der Bauer strebt maximale Ernte an. Können diese beiden nebeneinander existieren und dabei jeder seine Ziele erreichen? Es gibt also ein Biohotel inmitten des intensivsten Apfelanbaugebiets der Welt, Südtirol. Und die Gäste dieses Biohotels, zumindest manche Gäste, wollen es nicht sehen, wenn die Apfelbauern rund um dieses Hotel Pflanzenschutzmittelmaßnahmen setzen, fühlen sich ihre Gesundheit bedroht und reisen teilweise ab. Eine Lösung für dieses Problem, die im Video angesprochen worden ist, könnte sein, der Apfelbauer wird Biobauer. Ich bin weder für Bioanbau noch für konventionellen Anbau. Ich bin der Meinung, wir brauchen beides. Wir müssen erstens verstehen, was Bio und konventionell überhaupt ist, und beides ist wichtig und richtig. Um das, was es wirklich geht, meiner Ansicht nach, ist, dass der Bauer verantwortungsvoll wirtschaftet und mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung gestellt werden, verantwortungsvoll umgeht. Wenn der Bauer das tut, ist es ganz egal, ob Bio oder konventionell. Warum ändert es jetzt meiner Meinung nach überhaupt nichts an der Thematik, wenn der Bauer Biobauer wird? Was der Bauer wirklich in seiner Spritze drinnen hat, wenn er Pflanzenschutz betreibt, das weiß der Konsument ja nicht. Und weil die Mittel aus dem Bioanbau verhältnismäßig kürzer wirken als die im konventionellen Anbau, muss der Biobauer deutlich öfter behandeln, um die gleiche Qualität zu erzielen wie der konventionelle. Das heißt, wenn jetzt neben diesem Biohotel ein Bauer mit seiner Spritze fährt, weiß der Gast des Hotels garantiert nicht, was in dieser Spritze drin ist, ob das jetzt Bio- oder konventionelle Mittel sind. Ausschauen tut es genau gleich. Im Bioanbau braucht der Apfelbauer neben dem Hotel sogar deutlich mehr Überfahrten, um seine Äpfel gesund zu halten. Das heißt, er müsste deutlich mehr spritzen als der konventionelle. Ich bin also überzeugt davon, wenn der Bauer Biobauer wird, würden die Reklamationen beim Hotelier nur noch mehr werden, auf keinen Fall weniger. Der Hotelier, der könnte, wenn der Bauer umstellt, dann seinen Gästen natürlich sagen, das sind nur Biopflanzenschutzmittel. Jedes Mittel braucht aber seine Wirkung, sonst würde es der Biobauer nicht einsetzen. Konventionelle und Biomittel haben eine Wirkung. Wichtig ist jetzt, egal wie der Bauer wirtschaftet, Abdrift, das ist natürlich um jeden Preis zu vermeiden. Es wäre inakzeptabel, wenn Spritzmittel auf dem Hotelgelände landen, und man hat leider in der Vergangenheit oft auch Bauern mit Spritzen gesehen, wo eine 3 Meter Kultur war und der Spritznebel war 6 oder 10 Meter hoch. Das ist inakzeptabel. Wenn der Bauer aber seine Arbeit macht, verantwortungsvoll mit Pflanzenschutzmitteln umgeht, egal ob bio oder konventionell, dann ist meiner Meinung nach alles bedenkenlos einsetzbar. Wenn der Apfelbauer rund um das Hotel jetzt die Pflanzenschutzmaßnahmen setzt, die er machen muss und nicht alle, die er darf, dann hat er meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Das braucht er nämlich einfach. Und dann ist auch ganz egal, ob er bio oder konventionell ist, auf beide Art und Weisen produziert er extrem hochwertige Lebensmittel. Und wir in Österreich, Deutschland und auch in Südtirol, wir haben so hohe Auflagen. Die Bauern, die verantwortungsvoll mit diesen Auflagen umgehen und sich daran halten, die produzieren wirklich Lebensmittel auf allerhöchsten Standards. Es gibt da mitunter alte, sogenannte Biospritzmittel. Ich habe mal davon gehört, vielleicht kann hier ein Biobauer, schaut ja hier regelmäßig zu, vielleicht kann er was dazu sagen. Angeblich ist bei den Bio-Geschichten das Kupfervitriol nach wie vor als Spritzmittel zugelassen.
Und Kupfer als schweres Metall würde ich jetzt nicht so gern auf meinem Obst sehen. Schwierig zu sagen, ne? Herr Lüning hat auch das Thema Kupfervitriol angesprochen als Pflanzenschutzmittel. Herr Lüning, da muss ich Ihnen leider widersprechen. Kupfervitriol, das ist schon lange nicht mehr erlaubt. Was aber sowohl im Bio- als auch im konventionellen Anbau immer noch geläufig ist und verwendet wird, sind Kupferpräparate auf zum Beispiel Hydroxid- oder Oxychlorid-Basis. Hört sich jetzt alles hochchemisch an, ist aber immer noch ein Naturprodukt, ist auch im Bioanbau erlaubt. Diese Präparate sind für uns Bauern ganz, ganz wichtig. Warum? Es ist nicht bekannt, dass Schaderreger resistent gegen diese Präparate werden und sie haben sehr lange Karenzzeiten, das heißt von der letzten Anwendung bis zu dem Zeitpunkt, wo die Frucht geerntet werden darf, liegt immer ein langer Zeitraum dazwischen. Weitere Mittel, die im Obstbau gerne eingesetzt werden, sind zum Beispiel Kaliumhydrogencarbonat. Der ein oder andere wird sich jetzt denken, Kupferoxychlorid. Kaliumhydrogencarbonat, hochgiftig. Kaliumhydrogencarbonat ist nichts anderes als die chemische Bezeichnung von Backpulver. In diesem Sinne, ich möchte euch jetzt einfach nur näher bringen, wir müssen manche Dinge einfach mehr hinterfragen. Nicht alles, was im ersten Moment böse klingt, ist es auch wirklich. Wenn ich jetzt auf einem Vortrag wettern würde gegen Bioanbau und sage, ja, die Bauern spritzen Kaliumhydrogencarbonat, stimmen mir wahrscheinlich 98% der Leute zu, boah, das dürfte überhaupt nicht sein, das gehört verboten. Sage ich jetzt aber, man setzt Backpulver ein, klingt das Ganze viel harmloser. Kupfer ist zwar ein Schwermetall, das hat Herr Lüning vollkommen richtig erkannt, aber es ist auch essentiell in unserer Ernährung. Ohne Kupfer funktioniert unser Körper nicht richtig und ohne Kupfer im Boden funktioniert auch die Bodenbiologie nicht richtig. Wir brauchen es in kleinen Mengen und in der richtigen Dosis, in der ist es gesund. Eine weitere Lösung, die angeboten worden ist, war, der Bauer könnte doch das Spritzen in die Nacht verlegen. Meiner Meinung nach eine ganz blöde Idee. Ganz einfach, wenn man mit einem Traktor über sein Feld fährt, der Traktor selbst ist laut. Eine Gebläsespritze ist aufgrund des Gebläses noch deutlich lauter. Selbst wenn man jetzt mit Elektrotraktoren oder mit Elektromotoren arbeiten würde, wäre das Gebläse immer noch deutlich lauter als ein dieselbetriebener Traktor, würde also an der gesamten Lautstärke, an der ganzen Lärmemission nichts verändern. In der Nacht, da sind jetzt im Normalfall alle Gäste im Haus und würden bei ihrem Schlaf gestört werden. Untertags, wenn man zum Beispiel Zeit nach dem Frühstück, 11 Uhr bis frühen Nachmittag behandelt, da wären die Gäste nicht da. Das will man aber als Bauer oft nicht, weil gerade im Sommer bei sehr hohen Temperaturen dann Mittel schlecht wirken. Und genau da sind wir wieder bei der Thematik, wir müssen eigentlich alles tun, damit wir mit möglichst wenig Maßnahmen auskommen. Diese müssen so effizient wie möglich gestaltet werden. Also in der Nacht spritzen wäre sicherlich eine Lösung, um den Pflanzenschutzaufwand insgesamt zu optimieren. Allerdings, ob die Gäste damit glücklich wären, ich bezweifle es ganz, ganz stark. Was wäre jetzt meine Lösung für diese Thematik? In meinen Augen kann es nur sein, dass der Landwirt, der Apfelbauer und der Hotelier sich zusammenschließen und gemeinsam an dieser Thematik arbeiten. Wenn der Hotelier auf den Landwirt schimpft, dann darf er sich nicht wundern, wenn seine Gäste dieselbe Meinung vertreten und nacheinander abreisen. Wenn er sich aber mit dem Landwirt kurzschließt, austauscht, probiert, gewisse Produktionsschritte dorthin zu legen oder in Zeiten hinzulegen, in denen es die Gäste am wenigsten stört, dann kann man vielleicht gemeinsam ganz, ganz viel erreichen. Wichtig ist einfach nur zu verstehen, Bio wäre in diesem Fall, glaube ich, keine Lösung. Auch Bio-Lebensmittel sind mit Pflanzenschutzmitteln behandelt. Ganz ohne geht es einfach nicht. Leider herrscht da ein falsches Bild in den Köpfen vieler Konsumenten und das wird durch manche Medien und auch durch Handelsketten immer wieder falsch weitergetragen und weitergegeben. Bio ist eine ganz, ganz tolle Produktionsform und wir auch bei uns im Betrieb, die konventionell wirtschaften, aber mit einem wirklichen Nachhaltigkeitsgedanken, wir wollen gesunde Lebensmittel produzieren. Wir tauschen uns ganz, ganz viel auch mit Biobauern aus und es ist auch von uns ein Ziel, irgendwann einmal in den Bioanbau umzusteigen. Er ist etwas schwieriger in vielen Fällen als der konventionelle, weil die Mittel oft nicht die gleiche Wirksamkeit haben wie im konventionellen Anbau. Und es muss eines bewusst sein, solange der Konsument
so kauft, wie er derzeit kauft, kann nicht jeder Bauer Biobauer sein. Wir sind teilweise dazu gezwungen, konventionell zu produzieren. Ganz einfach, weil der Bioanbau einen höheren Erlös voraussetzt und nicht alle Konsumenten bereit sind, diesen zu zahlen. Wenn man Umfragen macht, kaufen 90% der Leute Bio. Mich wundert es immer wieder, wie viele Leute anscheinend Bio einkaufen. Wenn man sich aber die Zahlen ansieht, dann sind es nur rund 20%. Und für mehr ist derzeit am Markt einfach nicht Platz, weil die anderen 80% nicht bereit sind, den Mehrerlös, den der Bauer braucht für die Bioproduktion, zu bezahlen. In diesem Sinne, nur gemeinsam kann man was erreichen. Das ist mein Fazit aus der ganzen Thematik. Der Hotelier und der Apfelbauer, die sollten sich auf jeden Fall zusammenschließen und miteinander kooperieren. Das Schlechteste wäre, wenn der eine gegen den anderen hetzt. Und auch alle Konsumenten da draußen, ihr habt es selbst in der Hand, wie produziert werden soll. Ich bin mir sicher, jeder Bauer würde sofort auf Pflanzenschutz verzichten, wenn es möglich wäre. Ihr bestimmt, wie produziert wird, ganz einfach mit dem, wie ihr einkauft. In diesem Sinne, schöne Grüße aus der Wein- und Marillenstadt Bolsdorf. Ciao.